Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Alles Menschen. Kennt ihr dieses Gefühl, ihr kennt jemanden schon richtig, richtig gut, aber ihr habt ihn tatsächlich noch nie live gesehen und dann steht er plötzlich vor dir und du denkst, irgendwie kenne ich dich so gut und gleichzeitig ist so ein stranges Gefühl. Das habe ich gerade mit unserem heutigen Gast. Bevor ich euch verrate, wer es ist, einfach nochmal, was dieser Mensch für mich symbolisiert. Also ich habe da vorhin nochmal reingelauscht. Soft Power ist es für mich. Also es ist ein Mensch, der für mich sehr sanft, auf eine wohltuende Art und Weise Sanftheit in die Welt bringt und gleichzeitig aber auf so eine, finde ich persönlich, stille, sanfte, elegante Art und Weise wirklich große Dinge dreht. Und ein super, super Beispiel dafür ist, dass man sich niemals seine Träume ausreden lassen sollte, sondern einfach sagen sollte, hey, wenn du einen Traum hast, geh dafür, selbst wenn du nicht die Ressourcen hast am Anfang. Oder selbst wenn andere Menschen sagen, das ist eine verrückte Idee, lass das mal wieder. Das ist jemand, der sehr viele, sehr erfolgreiche Bestseller geschrieben hat, der Drehbücher geschrieben hat für Filme. Darüber werden wir heute sicher auch reden. Und mit dem ich schon im Gespräch war und ich freue mich ganz, ganz toll, dass ich ihm jetzt gerade endlich mal live begegnen kann. Lieber Lars, ist mir eine echte, echte Ehre und danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Sehr gerne. Ja. Es ist verrückt. Als wir uns gerade zum ersten Mal im echten Leben in die Augen geguckt haben, ist uns beiden aufgefallen. Eigentlich ist es dir zuerst aufgefallen. Wir kennen uns irgendwie so gut, haben uns aber noch nie gesehen, fühlen uns so verbunden durch die Entfernung. Und dann ist uns aufgefallen, dass es so, ja, so eine Krankheit dieser heutigen Zeit ist, dass man das Echte schon, was ja normal sein sollte, erst dann dieses Anfassen, dieses Berühren, das Umarmen, erst dann so erkennt, wenn es soweit ist. Ja. Und sonst macht man so viel über Bildschirmen und über Internet und Fernsehen und Handy und so, was ja auch okay ist, aber dann man wirklich vergisst, ah, okay, Mensch sein bedeutet dann doch am Ende was anderes, nämlich zusammenzukommen, hier zu sitzen, zu reden, Kontakt zu haben, sich anfassen, sich riechen. Ja, ja, es ist auch, ich merke das gerade, ich meine, ich habe dir schon oft in die Augen geschaut, ein Bildschirm, also einfach was wirklich ganz anderes, den Menschen gemeinsam zu setzen. Ja. Genieße ich gerade sehr. Ja. Ja. Ja, und schön, dass ich hier sein darf, auch zum ersten Mal hier bei dir in deinem Studio. I love it. So ganz tolle Energie, schöne Aura. Gute Menschen hier, also ja, schön. Wie geht's dir? Gut. Gerade jetzt in dieser Zeit, also. Mir geht's gut, ist keine Floskel, war aber in den letzten Wochen, Monaten nicht immer so. Ist echt ein richtig krasses Auf und Ab. Also von, ja, sehr wirren Gedanken, Angstzuständen, was natürlich auch bedingt ist, bin Papa geworden vor 2 Jahren und mit so einem kleinen Kind an deiner Seite ändert sich eh ganz viel. Nicht alles, aber ganz viel Wahrnehmung und Verantwortung und Prioritäten, Entscheidungen. Was macht man, was macht man nicht? Auf einmal wird Zeit, hat eine ganz andere Wertigkeit, wenn man immer so vergleicht, etwas zu machen oder nicht zu machen. Okay, jetzt bin ich 2 Tage weg von meiner kleinen Tochter. Ist es das wert? Was alles passiert denn? Was alles passiert, ja. Und dann hast du Projekte, manche klappen nicht. Durch so ein Kind hat natürlich auch deine Beziehung, auf der einen Seite geht die in enorme Höhen, auf der anderen Seite wird sie extrem belastet. Also ja, es ist eine aufregende Zeit. Und da so ein bisschen die Balance zu halten und nicht zu lange in der Dunkelheit zu verweilen, war schon eine Herausforderung, vor allem, weil ich leicht dazu tendiere,
in die Melancholie abzudriften, auch in die Traurigkeit zu gehen, mich dann auch wohlzufühlen in der Traurigkeit, das dann auch ein bisschen zu sehr zu zelebrieren. Und dann meine Freundin dann sagt, jetzt reiß dich mal zusammen, ja, komm mal aus deinem Weltschmerz wieder nach Hause und geh mal Windel wechseln, ja, komm mal wieder auf den Boden, ja, du schwebst die ganze Zeit, ja, komm mal wieder hier und geh mal einkaufen. So sagt sie es nicht, aber sie sagt es in sehr schöneren und blumigeren Worten, aber so, dann verstehe ich das schon und finde das manchmal nicht so cool, aber weiß dann eigentlich, hat sie recht. Also der Gang in den Supermarkt erdet enorm manchmal, wenn man so denkt, okay, man muss jetzt versuchen, die Welt zu retten in seinen Gedanken. Ne? Ja, das habe ich auch damals mit Leona so erlebt, dass es einfach nochmal ein völlig anderer Kontext ist und wir plötzlich gar nicht mehr einen Luxus haben für bestimmte Sachen. Ich habe gerade mal so rekapituliert, also ich glaube, das erste Gespräch, als wir das geführt haben, da war Lars Ament noch jemand, der sich, glaube ich, so langsam von dem Leben verabschiedet hat, wo er doch etliche Affären hatte, immer wieder so One-Night-Stands. Ich weiß noch, wir haben damals über die Möglichkeit einer langfristigen Beziehung gesprochen. Ja. Interessant, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, so. Ja. Es ist krass viel passiert in der Zeit. So, ja. Wie geht's dir als Liebhaber? Als für deine Verhältnisse langfristiger Liebender? Ja, also und, so. Und das, Papa. Ja, das stimmt. Wobei ich dann immer, wenn ich dann so zurückdenke, mich dann selbst so ein bisschen korrigieren muss. Interessant. Also zum Beispiel in meinen 20ern, bin jetzt auch schon 44. Ich muss immer überlegen, bin ich schon 45? Aha. Ich glaube, ich bin noch 44. Das ist interessant. Ich vergesse das manchmal tatsächlich. Ich muss auch immer, ich gehe mal zu meinem Geburtsdatum, dann rechne ich es wieder aus. Ja, genau. Also in meinen 20ern zum Beispiel habe ich für meine Verhältnisse bis heute sehr lange Beziehungen geführt. Also eine Beziehung, die ging 7 Jahre, dann 3 Jahre und dann 4 Jahre. Okay, das und dann, heißt, du kennst es. Und dann, ich kenne das dann quasi. Und das ist auch interessant. In meinen 30ern gar nichts mehr. Nur noch Affären und ja, Beziehungen, von denen ich eigentlich schon fairerweise wusste, das ist jetzt nichts für immer, das ist jetzt für jetzt. Mhm. Und das wird doch irgendwann wahrscheinlich wieder vorbei sein. Aber jetzt, seit ich Papa geworden bin, mit einer ganz bewussten Entscheidung und auch diese Beziehung, die ich jetzt führe, ganz bewusst so führe, wie ich sie führe, erlebe ich mich, erlebe ich Partnerschaft, erlebe ich Sex, erlebe ich diese Zweisamkeit und jetzt Dreisamkeit auf einem ganz anderen Level. Mhm. Also auch der Sex, wo man ja denkt, na, so mit Kind und jetzt ist man jetzt zusammen und es bleibt jetzt auch so. Dann als Mann denkt man so, ah, okay, könnte das funktionieren oder wird es langweilig? So hätte ich früher gedacht. Heute kann ich sagen, überhaupt nicht, sondern es wird einfach immer schöner und immer intensiver und immer besondererer. Mhm. Ja, auch nicht immer. Ja, aber so von dieser Grundstimmung her ist so echt ein anderes Level und wirklich besonders. Und ich genieße es total. Also super schön. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist ja der Experte darin, eine lange Beziehung zu führen und eben auch zu wissen, wie du früher mal warst. Das erkenne ich durchaus, die eine oder andere Parallele zwischen uns. Mhm. Aber so wie ich dich kenne, kannst du das alles bestätigen, mit dem, wenn man mal jemanden hat, mit dem man wirklich auf eine Reise geht, auf Augenhöhe ist, gemeinsam das macht, es mit nichts zu vergleichen. Ja, und es ist definitiv aus meiner Erfahrung keine Reise mit irgendeinem Ende, sondern es gibt immer wieder neuen Raum, neuen Raum, neuen Raum. Ja. Und es ist definitiv, finde ich persönlich, besonders für uns Männer, glaube ich, der ultimative Prüfstand, ob und wie reif wir unsere Werte tatsächlich leben, die wir so toll in Büchern beschreiben können. Genau. Ja, es ist so zwischen Theorie und Praxis. Okay. Ist halt ganz oft ein Riesenunterschied und das ja, sich selbst immer wieder klar zu machen, lebst du das, was du predigst? Mhm. Trinkst du
wirklich Wasser, obwohl du Wasser predigst? Oder trinkst du heimlich dann doch den Wein? Mhm. Und sich da immer wieder zu hinterfragen und auch zurückzuziehen, in die Meditation gehen, in die Stille gehen. Deswegen, ich bin ja so ein sehr gedankenverlorener Mensch. Also so, ich könnte meinen ganzen Tag eigentlich nur irgendwo sitzen, rausgucken und nachdenken. Mir würde nicht langweilig werden. Mhm. Ich kenne Menschen, die schaffen das 10 Sekunden und dann kommen die Gedanken und damit kommen sie gar nicht klar. Ja. Ich kann das super. Also ich bräuchte eigentlich keine Menschen um mich herum. Natürlich brauche ich sie schon, aber so in meinem Alltag, ich liebe es, allein zu sein. So, wie ist das dann für dich? Ich meine, den Luxus hast du gerade definitiv nicht, so mit einem kleinen Wesen zusammen zu sein, das permanente Aufmerksamkeit braucht und auch sicher einfordert. Es ist, und ich möchte einfach hier authentisch und real sein, nicht immer einfach. Mhm. Also mein Wunsch ist es, alleine zu sein, und dann, weil ich einfach es liebe, alleine zu sein. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich meine Freundin oder Partnerin nicht liebe oder meine Tochter nicht liebe, aber ich liebe halt beides. Mhm. Und das muss man einfach kommunizieren und sagen, nur weil ich jetzt mal wegfahre, heißt es nicht, dass ich nicht gerne bei euch bin. Mhm. Und ja, das sorgt natürlich auch für ordentlich Reibung. Ja, weil natürlich meine Freundin zu Recht sagt, ja, aber ich wäre auch gern mal 2 Tage irgendwo, um Wellness zu machen, kann aber nicht das machen, weil ja, ich die Ansprechpartnerin für meine Tochter bin, für unsere Tochter bin. Mhm. Ja, die erste Ansprechpartnerin, ja, mit 2. Ja. Und ja, und da einfach so immer wieder zu reden und zu kommunizieren, was das Beste ist für uns alle. Und das ist wirklich nicht einfach. Also das sage ich einfach so, wie es ist. Es ist nicht einfach. So, wie findest du in der Zeit, in dieser hochintensiven Zeit mit den beiden, dann noch die Zeit, ein Buch zu schreiben? Weil es ist eine Frage, die mir oft gestellt wird von Leuten, die busy sind, dass sie sagen, Veit, ich habe eine Idee, ich würde total gerne ein Buch schreiben, aber ich komme einfach nicht dazu. Das ist, ja, ich habe früher, bevor ich Papa geworden bin, wirklich das Autorsein zelebriert, bewusst. Ja. Das heißt, ich bin immer, fast immer, wenn ich ein Buch geschrieben habe, verreist, auch lange verreist und meistens irgendwo hingefahren, wo es schön warm ist, Meer, eine kleine Bude irgendwo am Strand gemietet und dann geschrieben 3 Monate, 2 Monate, 4 Monate. Morgens aufgestanden, runtergegangen, ins Café, Espresso getrunken, erstmal den alten Männern beim Schachspielen zugeguckt, vielleicht ein bisschen schwimmen gegangen. Und dann eventuell geschrieben oder auch nicht. Also so, wie man sich das so in einer fantastischen Traumwelt vorstellt, so der Schriftsteller, der ja so durchs Leben schwebt und dann, wenn ihn die Muse küsst, dann bringt er was zu Papier. So habe ich versucht, so dieses Klischee wirklich zu leben. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich in den letzten 12 Jahren jedes Jahr ein Buch geschrieben habe, habe ich mich immer drauf gefreut. Ein Buch war fertig und das nächste war schon irgendwie in Vorbereitung. Mhm. Das heißt, ich war immer irgendwie so entweder in Vorfreude oder dort, wo ich dann in der Freude gelebt habe. Und dann kam meine Tochter zur Welt und dann natürlich kannst du dann nicht sagen, okay, ich hau jetzt mal 3 Monate ab. Will ich auch gar nicht mehr. Mhm. Und dann für mich einen Weg zu finden, trotzdem in diesen kreativen Prozess zu kommen, war eine Herausforderung. Einfach, dass ich mir sagen musste, okay, ich muss meinen Alltag anders strukturieren. Ich muss mir jetzt Zeiten geben, wenn ich jetzt weiß, okay, die nächsten 2 Wochen habe ich mehr Zeit, wirklich zu schreiben und nicht in meinen Träumen mich zu verlieren, worin ich sehr gut bin. Und ja, mehr Disziplin an den Tag zu legen, was eigentlich nicht so meiner Natur entspricht. Also ich bin ein Träumer, der immer, wenn es eine Deadline gibt, bin ich immer pünktlich. Ich habe noch nie eine Deadline verpasst. Ich bin immer 2 Wochen vorher fertig. Aber ich liebe es, mir Zeit zu lassen, bevor ich wirklich beginne. Also ich denke sehr viel nach, bevor ich den ersten Satz schreibe. Mhm. Und ja, und jetzt zum Beispiel bei meinem aktuellen Buch,
ganz anders. Also völlig anders. Es war letztes Jahr im Dezember. Wir wollten in Urlaub fahren. Winterurlaub, Österreich. Wir hatten alles gebucht. Und zwar Anfang Dezember oder Ende November. Und Samstag. Wir wachen morgens auf. Die Koffer waren gepackt. Und unsere Tochter, Fieber, Atemnot. Und jetzt nicht so das, was man so auch kennt, wenn Kinder so ein bisschen krank sind, kann man schon unterscheiden, okay, ist das jetzt so ein Dreitagesfieber oder hat sie sich nur erkältet oder was ist es? Und zu dem Zeitpunkt gab es so ein ganz gefährliches Virus, wo ganz viele Kinder auch gestorben sind. Wo die Kinderkrankenstationen voll waren mit diesem Virus, der die Atemwege betrifft, angreift. Wir, anstatt in Urlaub zu fahren, ins Krankenhaus gefahren und dann hatte sie das, aber es war zum Glück nicht so schlimm und es war auch nach ein paar Tagen wieder alles okay. Aber ich bin dann krank geworden und meine Freundin und meine Tochter sind dann zu ihren Eltern gefahren. Das heißt, ich war allein zu Hause mit meinem Fieber und habe dann irgendwann morgens bin ich aufgewacht, habe mich an den Laptop gesetzt und habe einfach wie in so einem Wahnzustand angefangen zu schreiben. Und dann habe ich 3 Wochen durchgeschrieben. Hattest du vorher schon eine Idee oder ist die... Ich hatte so diese Grundidee im Kopf. Es ist ja diesmal ein ganz anderes Buch als sonst. Genau. Es ist alles ganz anders als bei den Büchern vorher. Ich hatte so eine Grundidee im Kopf, also diese Geschichte mit der Zugfahrt und dass die irgendwo endet und dem Plattenladen und so. Das hatte ich im Kopf, aber alle Details, wie es beginnt, was auf der Zugfahrt passiert, die Gedanken, das noch nicht, das ist alles beim Schreiben gekommen. Natürlich sind das Gedanken, die ich vorher auch schon irgendwie hatte, aber ich hatte keine Aufzeichnungen, wie ich das normalerweise habe. Wenn ich ein Buch schreibe, dann habe ich eine Grundstruktur. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Notizen, Gesprächsdialoge und so. Und dann habe ich so ein Puzzle, was ich dann irgendwie so zusammensetze. Und das war dieses Mal anders. Und dann habe ich wirklich geschrieben. Und es war so schön, weil ich zum ersten Mal, es ist eine erfundene Geschichte. Das heißt, es ist eher ein Roman als ein Sachbuch. Man nennt es eine spirituelle Erzählung. Und ich habe nicht gewusst, was ich morgen schreibe, sondern ich war in der Geschichte drin und habe dann eingeschlafen und am nächsten Morgen aufgewacht und ich war wieder in dem Plattenladen und habe weitergeschrieben und Musik gehört und mir die Fragen gestellt und das war ein ganz besonderes Erlebnis und eine krasse Reise, auch für mich persönlich interessant. Hast du, interessiert mich als Autor auch, hast du denn das Gefühl, dass du das Buch schreibst? Weil ich habe in solchen Phasen habe ich ganz oft das Gefühl, ich downloade eigentlich etwas, was schon die ganze Zeit da gewesen ist. Ich bin nur der Kanal. Also ich glaube ja, dass es sowas gibt wie ich glaube, Paulo Coelho hat das genannt, das Internet der Dinge. Also stell dir vor, so bildlich gesprochen, über uns ist eine riesige Festplatte mit allem. Ja, also so alles ist da drin. Die Wahrheit, was immer das ist. Aber so alle Informationen sind da. Stell dir vor, es gibt keine Zeit, nichts. Sondern es ist einfach so. Es gibt kein Wort dafür. Jedenfalls fällt mir kein passendes Wort ein. Eine riesige Festplatte. Und du begibst dich in ein Stadium, in dem du deine Antenne auf Empfang stellst. Und mit etwas Glück kommt was runter. Und so ist das. Also, und das ist interessanterweise, weil mein Buch handelt ja von über Musik, was ganz viele Musiker sagen. Die sitzen irgendwo auf dem Klo und dann stehen sie auf und auf einmal haben sie eine Melodie im Kopf. Und dann sagen sie auch, ich weiß gar nicht, wo die gerade herkam. Ja, unter der Dusche oftmals, beim Joggen. Ja. Und dann schreiben sie einen Welthit in 3 Minuten. Aber sie können nicht sagen, wo das herkam. Es kam einfach so. Und interessanterweise, Paulo Coelho hat das auch gesagt. Er hat gesagt, er hat den Alchemist nicht geschrieben. Er saß da, es floss durch ihn durch. Ja. Und so ein bisschen hat sich das angefühlt. Ich war in dem Augenblick
Also ich saß in dem Zug. Ich habe die Gespräche mit dem Lokführer geführt. Die alte Frau kam zu mir. Ich bin rausgelaufen. Ich war in dieser Kapelle. Ich bin durch den Wald gelaufen. Ich bin in den Plattenladen gelandet. Und ich habe das alles so wie in einem Film erlebt. Mhm. Und habe quasi den Film, der in meinem Kopf sich abgespielt hat, zu Papier gebracht. Ja. Ich habe das schon mit diesen Händen getippt. Aber ob ich diese Geschichte geschrieben habe oder ob ich nur etwas runtergeladen hatte, was schon da war, ja, wer weiß das schon? Aber das ist bei jedem kreativen Prozess. Du hast ein weißes Blatt Papier und auf einmal ist dieses Blatt Papier nicht mehr weiß. Wo kamen diese Worte her? Ja. Du hast eine Gitarre in der Hand und du nimmst etwas auf, da ist noch gar nichts und du spielst etwas und auf einmal hast du einen Song. Wo kommt der her? Ja. Also kommt der aus dir? Bist du das? Jetzt kann man sich ja auch fragen, bin ich das, dieser Mensch? Mhm. Oder bin ich, sitzt in mir jemand? Ja. Oder die Gedanken, die ich habe, bin das ich? Mhm. Sind die Gedanken ich? Oder wer bin ich eigentlich? Also so, und du siehst gerade, genau das, was ich gerade gesagt habe, könnte auch mir zu Hause passieren. Ich gucke aus dem Fenster und habe diese Gedanken. Ja. Wer bin ich eigentlich? Ja. Bin ich wirklich ich? Wenn ich was fühle, fühle ich das wirklich? Oder läuft nur ein Programm durch mich ab? Und ab geht's in den Kaninchenbau. Und schon bist du mittendrin. Und dann ist gut, wenn du eine Tochter hast, die du... Und dann ist es gut, wenn deine Tochter schreit und du die Windel wechseln musst. Aha. Oder meine Freundin mir sagt, komm, geh mal einen Kühlschrank füllen und geh mal in den Supermarkt. Scheiß drauf, wer du bist. wechsel die Windel. Ja, genau. Ja. In dem Buch geht es um Erik. Ja. So, wie viele Lars... ist ja eine berechtigte Frage, ist in Erik drin? Natürlich jede Menge, wie bei jedem Autor. Mhm. Jeder Autor, jede Autorin schreibt über das, was er oder sie wahrnimmt oder sich ausdenkt, fühlt. Selbst J.K. Rowling, ja, die eine Fantasy-Geschichte erfunden hat mit Harry Potter, hat Erlebnisse mit verschiedenen Menschen gehabt, die sie natürlich in den Charakteren, die sie beschreibt, weitergibt. Ja. Also wenn die Erfahrung mit ihrem Lehrer, ja, wenn es eine schlechte war, dann ist der Lehrer bei Harry Potter eben der Lehrer, den sie hatte. Ja. Also jeder, glaube ich, fast jeder, würde ich einfach mal behaupten, schreibt über das, was er oder sie fühlt, erlebt, beobachtet. Es muss nicht immer eins zu eins die Wahrheit sein. Also es muss nicht übereinstimmen, das, was jetzt zum Beispiel Erik sagt oder denkt. Aber es kann zum Beispiel auch einfach eine Beobachtung sein, wie eine Gesellschaft auf jemanden blickt. Mhm. Und deswegen war es total spannend, ja, das zu schreiben. Und es gibt ja am Ende des Buches auch noch einen Twist, weil das Buch ist ja, ich möchte gar nicht spoilern, weil es ist ja also anders als ein Sachbuch, wo man ja über die Inhalte reden kann, in dem Fall tatsächlich eine Geschichte, die man wie so ein, ja, vielleicht Roman lesen kann, aus der Ich-Perspektive von Erik. Ja. Und wenn man jetzt meine Bücher schon kennt, die ja auch aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, oder das Hörbuch hört, das ich ja auch spreche, aus der Ich-Perspektive, und dann könnte man natürlich leicht so denken, ich bin Erik. Mhm. Aber ich bin nicht Erik. Ja. Und ja, am Ende gibt es noch einen Schuss. Ich habe angefangen zu lesen und dann habe ich gemerkt, nee, ich lese es nicht weiter. Und zwar, weil ich mich interessanterweise ja gerade auch an einem ähnlichen Punkt befinde wie Erik. Es ist auch witzig, dass er ein Life-Coach ist. Und ich lese deswegen nicht weiter, weil ich bin ja quasi eigentlich gerade offiziell gar nicht da. Ich bin in der Auszeit. Also bin jetzt gerade noch für 2-3 Wochen in Baden-Baden und ich gehe tatsächlich nächste Woche, ziehe ich mich nochmal komplett für einen Monat in meine Einsiedelei zurück und dann nehme ich das Buch mit. Ich habe mich gefragt, wie können wir über das Buch reden, ohne zu viel zu verraten?
Also ich kann ja, bis wohin hast du gelesen? So, sag mal die Seitenzahl, dann will ich ungefähr. Ich glaube 20 Seiten oder so. Die ersten 20 Seiten, ja, okay. Also aber auch für die Menschen, die jetzt gerade zuhören. Wir wollen ja natürlich nicht die Spannung nehmen. Lass uns mal so anfangen. Für wen glaubst du, ist dieses Buch spannend? Also ich habe immer mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe einen mega Respekt davor, wenn Menschen meine Bücher lesen, weil ich denke, es ist krass. Du wählst deine kostbare Lebenszeit da so. Das heißt, ich bin eigentlich immer daran interessiert, im Vorfeld meines Buches klar zu machen, pass auf, dieses Buch ist nicht interessant für dich, wenn du gerade da stehst. Mhm. Und es ist interessant für dich, wenn du hier stehst. Für wen ist das Buch spannend? Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, du hast an einem Zeitpunkt deines Lebens eine falsche Entscheidung getroffen oder bist falsch abgebogen in deiner Wahrnehmung. Mhm. Kann man sich auch fragen, geht es überhaupt, gibt es überhaupt falsche Abbiegungen? Aber das ist wieder eine andere Frage. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ich lebe nicht unbedingt, Gesundheit, nicht unbedingt das Leben, was ich mir so erträumt habe für mich. Mhm. Und du dich dabei so ertappst, dass du immer wieder nachdenkst und sagst, ach, hätte ich doch damals mal was anderes gemacht. Mhm. Hätte ich doch damals diese Entscheidung getroffen, hätte ich mich doch dort beworben, hätte ich mich damals getraut, das zu machen. Ich wollte doch eigentlich immer was ganz anderes machen. Mhm. Also wenn du auf dein aktuelles Leben blickst und du bist irgendwie unglücklich, weil du das Gefühl hast, das ist nicht mein Leben. Mhm. Ich glaube, dann ist das Buch ganz interessant für dich. Unabhängig davon, ob du dich für Musik interessierst oder nicht. Musik ist eigentlich der rote Faden des Buches. Weil ich zum Beispiel glaube, dass Musik ist so ein mächtiges Instrument, dass man durch die Musik, und deswegen ist auf dem Buchcover ja auch ein Plattenspieler, und die Geschichte des Buches spielt auch ganz bewusst in einem Plattenladen. Es gibt auch eine extra Spotify. Es gibt auch eine Playlist dazu, genau. Ja. Ja. Und jeder Song auf dieser Playlist quasi führt durchs Buch und wird dort gehört und hat einen inhaltlichen Einfluss. Und ja. Erik ist im Prinzip sein Life-Coach und er fragt sich, bin ich das eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich aus dem Erik geworden, der vor 20 Jahren ganz andere Träume hatte? Gibt's den noch? Wo ist der? Warum bin ich eigentlich seit so langer Zeit nicht glücklich? Warum war die schönste Zeit meines Lebens eigentlich die, bevor ich angefangen habe, etwas zu professionalisieren? Fragt er sich. Und was ja, glaube ich, eine mega spannende Frage für sehr viele von uns ist. Ja. Also gerade für Selbstständige, weil wir ganz häufig das, was wir als Hobby lieben, logischerweise unsere Profession draus machen und dann manchmal feststellen, wo ist das Feuer hin? Genau. Und weil auch Erik in dem Buch irgendwann sagt, ich habe irgendwann eine Firma aufgebaut, die Happy Life GmbH bei ihm. Und hat ganz viel investiert und Leute eingestellt und so. Und auf einmal hat er gemerkt, ich mache eigentlich Dinge nur noch, weil ich sie machen muss, um diesen Dampfer irgendwie am Rollen zu halten. Ich habe Verpflichtungen, ich habe Kosten. Und ist das, was ich jeden Tag mache, wirklich das, was ich machen will? Oder mache ich es irgendwann nur noch, weil ich es machen muss? Hast du so einen Moment selbst schon mal erlebt? Ja. Zum Teilen. Also in Teilen, aber nicht so krass wie Erik. Weil ich eben ganz bewusst keine große Firma habe, sondern ich immer noch so meine One-Man-Show bin. Weil ich mich kenne. Ich weiß, ich könnte das nicht. Also ich könnte nicht zum Beispiel das, was du machst oder hast, also so wirklich so ein gewaltiges Ding am Laufen zu haben, wo man ja so von außen drauf blickt und sagen könnte, wow, also so, das ist ja gigantisch, krass, also so
Respekt. Und wenn man sich dann aber fragt, hätte ich das auch, wäre ich dann glücklich? Und sich dann zu fragen, ja, was macht mich eigentlich glücklich? Und da habe ich zum Glück irgendwann erkannt, ich brauche diese Freiheit. Also ich habe natürlich in den letzten Jahren immer wieder Möglichkeiten gehabt, Dinge zu machen, auch größer zu werden, zu wachsen und so weiter. Und da zu erkennen, nee, ich brauche das, so dieses Einzelgänger-Dasein. Mir macht das auch Spaß, mit allen Nachteilen, die das hat. Ich sage gar nicht, dass das irgendwie nur Vorteile hat, es hat enorme Nachteile. Ja? Aber auch da, dich zu fragen, wer bin ich, was brauche ich, was möchte ich tun, mit wem, wie, und sich dann ein Leben, um diese Fragen aufzubauen. Und deswegen habe ich so diese großen, also die Frage, die du gestellt hast, so im Großen eigentlich nicht, im Kleinen vielleicht mal hier oder da. Ja. Könnte man sagen, dass so die zentrale Frage des Buches die Frage ist, was macht mich wirklich glücklich? Genau. Ist das, was ich jeden Tag tue, wirklich das, was mich glücklich macht? Oder mache ich es nur, weil ich das Gefühl habe, es tun zu müssen? Was ja mega Mut erfordert, sich die Frage zu stellen. Genau. Also besonders dann, wenn du eine Maschinerie aufgebaut hast oder eine Ehe etc., die richtig gut funktioniert. Ja, das ist das, was ich bei vielen Menschen beobachte, dass sie irgendwann an einen Punkt kommen, an dem sie nur noch funktionieren. In allen Branchen. Ja, also so vor allem, wenn du selbstständig bist, dir was aufbaust. Irgendwann bist du bei 20 Stunden am Tag. Ja, natürlich nicht immer, aber in gewissen Phasen. Und dann deine Tochter oder dein Sohn oder deine Frau oder dein Mann irgendwann sagt, sag mal, gibt es dich eigentlich noch oder kommst du nur noch zum Schlafen heim? Ja, lebst du eigentlich noch oder bist du nur noch irgendwie am Brandlöschen und so? Und sich da zu fragen, okay, und oftmals, der Mensch ist nun mal so, passieren schlimme Dinge, gesundheitlich oder familiär oder beruflich, die einen so zu Boden drücken, wo man dann fragt, okay, wo man dann gezwungen wird, darüber nachzudenken. Der Auslöser in dem Buch ist, dass eine gute Bekannte von ihm stirbt. Genau. Und ist eine alte Freundin von Erik, die, also Erik bekommt eine E-Mail, so beginnt auch das Buch, von der Tochter von der Schwester seiner guten Freundin von früher, mit der er die er seit 10 Jahren immer mal wieder treffen wollte, aber es nie geklappt hat, weil er nie Zeit hatte. Dass sie gestorben ist. Und dann seine erste Reaktion war, verdammt, ich kann nicht auf diese Hochzeit, ich kann nicht auf die Beerdigung gehen, ich habe gar keine Zeit dafür. Und er überlegt sich schon, Ausreden nicht hingehen zu müssen. Und dann sagt er, nein, das ist, ich muss dahin. Und dann fährt er auf diese Beerdigung. Und dann auf dieser Beerdigung passiert was mit ihm. Und dann kommt er, stellt er es ganz viel in Frage. Und dann geht so ein Prozess los. Und dann geht seine Reise eigentlich los. Ja. Es klingt vielleicht morbide, aber deswegen liebe ich wirklich Beerdigungen. Weil ich das Gefühl habe, auf Beerdigungen sind alle da. Es wird kaum Bullshit gesprochen. Und alle wissen irgendwie, also in dem Moment, in den Stunden wissen alle, was gerade wirklich zählt. Ja, ich nehme tatsächlich Beerdigungen ähnlich wahr, dass ich sie als Warnung sehe. Okay, jetzt ist dieser Mensch gestorben. Was nehme ich mit? Was bedeutet das für mich, wenn ich morgen sterbe? Was werden dann die Menschen über mich sagen? Habe ich mein Leben gelebt? Habe ich all das erlebt, was ich erleben wollte? Habe ich das gefühlt, was ich fühlen wollte? Oder habe ich alles auf morgen verschoben? Ich habe irgendwann wirklich für mich gemerkt, dass ich so das Gefühl hatte, das Leben beginnt erst morgen. Also so, ich bin noch gar nicht hier. Morgen geht's los. Das ist gerade eigentlich Vorbereitung. Ja, lass mich das noch machen. Und genau. Und dann irgendwann stellst du fest, Moment mal, ich bin ja schon 35. Ich bin ja schon 40. Ich bin ja schon 42. Nee. Das ist es jetzt. Und die Hälfte ist jetzt rum. Worauf willst du noch warten? Die Hälfte ist rum. Ja.
Und sich das immer wieder klarzumachen, es gibt so viele Momente. Ich habe mal eine Lesung gemacht in Mönchengladbach. Und da kam ein Mann zu mir und ich weiß noch genau, wie er aussah. Er hatte so eine Lederjacke an und so ein Rock, also schwarzes T-Shirt, auf dem Rock drauf stand, also die Musikrichtung. Und so sah er auch aus, so ein cooler Typ irgendwie. Und der kam groß und wir haben abgeklatscht und wir haben uns umarmt, Foto gemacht und er hat gesagt, dass er meine Bücher so toll findet. Und 3 Monate später bekomme ich eine E-Mail von seiner besten Freundin, die auch da war an dem Tag, die aber an der Seite stand, hat gemeint, ja Lars, du kennst mich nicht, aber du kennst meinen Freund, der war in Mönchengladbach bei der Lesung und der hat sich dann 2 Stunden angestellt am Ende, damit er ein Foto mit dir machen kann und sein Buch sich signieren lassen konnte. Und es hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. Und wir haben ihn da so beobachtet und wir haben ihn da zum letzten Mal so richtig glücklich gesehen. Denn er ist vor ein paar Tagen einfach umgefallen. Mit Mitte 30. Und er hatte dieses Foto mit mir auf seinem Instagram gepostet und ich hatte das gepostet und ich bin sofort auf mein Insta und habe mir das Foto angeschaut und dachte mir, krass, das ist nicht lange her. Und zu dem Zeitpunkt dachte dieser 35-jährige junge Mann, er lebt noch 50 Jahre, topfit, ein Jogger, einfach umgefallen, tot. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das, ja, deswegen, wenn Menschen sterben, auch wenn Berühmtheiten sterben, mit denen man so aufgewachsen ist, zu denen man eine Beziehung hat, Musiker, als Prince gestorben ist, als Whitney Houston gestorben ist, saß ich zu Hause und habe geweint, habe meine Platten aus dem Regal geholt und habe die Musik gehört und dachte mir, krass, jetzt sind die nicht mehr hier. Was machst du mit so einer Information? Ja. Und dann sich selbst zu fragen, wie ist mein Leben eigentlich eine Warnung für andere, wie man es nicht machen sollte? Oder ist es ein Beispiel, wie man es machen könnte? Das ist eine wunderschöne Frage. Ja, das kann man sich immer mal wieder, jeder von uns sich das fragen. Also, bin ich ehrlich zu mir? Wie Erik im Buch. Irgendwann stellt er sich diese Frage im Zug. So was für Erik, die auf dieser Reise zu sich selbst, wir spoilern nicht, sagen nicht, wo er rauskommt am Ende. Aber ich sag mal nur, wer Lars kennt, weiß, dass die Bücher Mut machen und Licht schenken. Was ist die größte Herausforderung für ihn? Das ist ja eine Heldenreise, auch wenn es basically nur ein Tag ist. Die größte Herausforderung ist, zuzulassen, was man vielleicht seit Jahren bewusst oder unbewusst verdrängt. Was Krasses. Also was Krasses, ja. Weil da natürlich, das ist ja wie so ein Domino-Effekt. Ja. Und wirklich zu sagen, ich nehme jetzt meinen Mut zusammen und treffe eine andere Entscheidung, auch wenn sie unter Umständen keiner versteht oder schwierig ist oder mich in die Ungewissheit führt, weil ich mich von alten Dingen trennen muss. Dingen, Menschen, Orten, Gewohnheiten. Aber ich glaube, dass, ja, das ist die schwierigste Aufgabe. Weil am Anfang, das ist wie eine Krankheit, ja, so. Es gibt am Ende des Buches gibt es ein Lied von Andreas Burani. Das heißt Hey. Und dann sagt er, ist auch in der Spotify-Playlist mit drin. Und da gibt es diese schöne Textzeile, die da heißt, bleib nicht auf Scherben, komm, bleib nicht auf Scherben zum Stehen oder komm nicht auf Scherben zum Stehen. So, du musst weitergehen. Ja, du musst durch den Schmerz durchgehen. Und dieser Schmerz tut wahnsinnig weh, weil er quasi alles auf den Tisch packt, was wir so gerne verdrängen. Aber wenn du es dann schaffst, trotzdem dabei zu bleiben, und dann kommst du Schritt für Schritt zu dem Menschen, der du eigentlich bist.
Ja, und das ist so schwer, weil natürlich ganz viele Menschen diesen Weg nicht kennen, nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, weil natürlich jeder Mensch durch seine eigene Brille auf dich guckt. Ja, ja, ich finde, uns fehlt auch wirklich das Vertrauen für diese Prozesse, weil wir sind ja solche Kontrollfreaks geworden. Stell dir einfach mal vor, ein alltägliches Leben, du bist ein Arzt mit Praxis oder eine Ärztin mit eigener Praxis. Dir geht's gut finanziell. Und du merkst aber, das ist nicht mein Leben. Ja. Und jetzt machst du eine Abrechnung. 15 Jahre Studium mit Ausbildung, Praxis, also sozusagen dauert es ja bei Ärzten, mit Zusatzausbildung, mit Facharzt, also das ganze Programm, 15 Jahre, wie viel Geld du und Zeit du und du investiert hast, wie viel du geopfert hast, um das jetzt zu sein. Ja. Das ist ein krasses Beispiel, aber das gibt's überall. Ja. In allen Bereichen, egal wo. Dann zu sagen, okay, ich werde jetzt Schreiner. Ich tausche das für was ein, was ich nicht kenne. Genau. Und ich lasse das Alte hinter mir, auch wenn mich das finanziell immer absichert und so. Aber die Erkenntnis zu haben, das bin nicht ich und das wird mich schnurstracks in den Burnout führen, in eine Depression führen, in gesundheitliche Krisen führen. So, ich habe jetzt in Salzburg gerade einen Politiker kennengelernt, der in Österreich ziemlich bekannt war. Der hatte eine Partei gegründet und war auch Vorsitzender und so. Und der hat irgendwann gesagt, wenn ich das weitermache, verliere ich meine Familie. Und der hat, obwohl er sich seinen Traum aufgebaut hat, hat er erkannt, nein, das viel Wichtigere werde ich dadurch verlieren, weil ich nie zu Hause bin, weil ich, wenn ich zu Hause bin, gar nicht da bin. Er hat selber gemerkt, er kommt nach Hause, spricht mit seiner Frau, ist aber nicht da. Er hört ihre Worte, er ist aber in Gedanken bei 1000 Problemen, die er zu lösen hat in seinem Beruf. Ja. Er gibt seinem Kind einen Gute-Nacht-Kuss, gibt diesem Kind aber keinen Gute-Nacht-Kuss. Er macht es physisch, aber nicht mit dem Herzen, er ist gar nicht da. Ja. Und er hat für sich erkannt, wenn ich diesen Weg weitergehe, werde ich das verlieren. Und dann hat er gesagt, nein, das ist mir wichtiger. Und hat es aufgegeben und macht jetzt was anderes. Eine enorme Leistung, so einen Schritt zu tun, wenn du dich auch so sehr damit identifizierst. Ja. Jeder und jede, die sich irgendwas aufbaut, macht es ja aus einem Grund, weil das Herz dran hängt. Aber dann zu sagen, wenn du diese Erkenntnis triffst, es ist vielleicht doch nicht mein Herz, vielleicht war es nur mein Ego. Vielleicht waren es nur Stimmen von außen. Vielleicht war es nur irgendwie dieses Gefühl, ich möchte eine Erwartung erfüllen. Ja, wie viele Kinder machen das, was die Eltern gemacht haben, nur um ihre Erwartungen zu erfüllen? Wie viele Kinder treten in die Fußstapfen ihrer Eltern, weil sie denken, sie müssten es tun, sind aber todesunglücklich? Ja. Und ja, da zu sagen, okay, die Erkenntnis zu haben, ist ja schon mal krass. Ich habe nur dieses Leben in diesem Leben. Ich habe nur diese 80 Jahre. Und wenn du, sagen wir mal, in meinem Fall 44 bist, hast du jetzt die Hälfte schon gelebt. Das heißt, du hast noch 43 Sommer. Das ist ein Unterschied, zu sagen, ich lebe noch 43 Jahre oder ich habe noch 43 Sommer oder 43 Weihnachten. Und wenn ich jetzt zu Hause wäre, in meinem Rabbit Hole, dann würde ich irgendwann die Erkenntnis bekommen, ah krass, wie viele Menschen wohnen in der großen Stadt und fahren nur zweimal im Jahr nach Hause zu ihren Eltern. Vielleicht am Geburtstag von Papa und an Weihnachten. Und du bist, sagen wir, 44 Jahre alt. Und dann, wenn du 44 bist, ist dein Vater, ich kann es ja an meinem Beispiel mal klar machen, mein Papa ist 80, ich bin 44. Würde ich jetzt in der Stadt wohnen und nur noch zweimal im Jahr nach Hause fahren und mein Vater wird 90, würde ich meinen Vater nur noch 20 Mal sehen. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, der lebt noch 10 Jahre.
Und schon bist du wieder bei ja, einer anderen Perspektive auf die gleiche Welt, die dir aber eine neue Erkenntnis bringt. Okay, krass, 20 Mal. Jede Begegnung ist also was Besonderes. Mhm. War es vorher auch. Da warst du aber im Kopf wahrscheinlich woanders. Ja. Sich richtige Fragen stellen. Heiße Fragen. Heiße Fragen und auch den Mut haben, dann diese Antworten zu hören. Ja. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich bin jetzt so mutig und probiere jetzt mal was Neues aus. Ja. Jetzt kenne ich das von mir oder aber auch von den Leuten, die zu uns ins Coaching kommen. Also ich sage mal so, Wahrheit klopft ja so, klopft das so ganz, ganz, ganz zart an. Mhm. So, und zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Menschen das gerade sehen oder hören und irgendwie vielleicht einfach nur merken, da taucht so ein leicht unwohles Gefühl auf. Einfach nur bei der Frage, lebe ich wirklich mein Leben? Ja. Und die Versuchung in unserer Gesellschaft ist ja total groß, dann einfach die Lautstärke hochzudrehen, mhm. Sich wieder ins Getrummel zu stürzen, mhm. Sich ein bisschen vielleicht irgendwo auch nochmal, deswegen finde ich das ganz cool, dass Erik ein Life-Coach ist, sich nochmal irgendwo so einen kleinen Chaka-Chaka-Motivationskick zu holen. Was würdest du Menschen, die das jetzt gerade hören oder sehen, raten, die spüren, da gibt es was, wo ich hinschauen sollte, aber ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was ich dann vielleicht sehe, vor den Konsequenzen. Es kommt natürlich immer darauf an, in was für einer Lebenssituation du bist, in was für einer Konstellation du bist. Also ob du Single bist oder ob du einen Partner, eine Partnerin an deiner Seite hast. Im Idealfall darüber reden. Mhm. Also mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, wenn das geht. Wenn du das Gefühl hast, er oder sie versteht mich. Mhm. Ist ja auch nochmal eine andere Frage. Versteht mich mein Partner, mit dem ich seit 20 Jahren zusammen bin, überhaupt? Ja. Das ist ein Riesenthema in den letzten Jahren gewesen durch Corona. Ja. Weil auf einmal Menschen gemerkt haben, weil sie nicht mehr zu Hause weggehen konnten zur Arbeit. Auf einmal waren sie zu Hause. Mhm. Und haben vielleicht zum ersten Mal festgestellt, mit wem sie da eigentlich zusammen sind. Mhm. Und mit extremen Konfliktpotenzial, ja. Ja, wenn du nicht weg kannst, wenn du weißt, okay, normalerweise kommt mein Partner abends nach Hause von der Arbeit und man hat man seine Routinen, man guckt Fernsehen, man isst Abendbrot zusammen oder auch nicht. Mhm. Jeder macht so sein Ding. Und man wohnt eigentlich nur so zusammen als WG und hat ab und zu Sex oder auch nicht, je nachdem, fährt ab und zu in Urlaub. Und dann ist es aber so okay, weil jeder so sein Ding macht. Ja, ja, man ist so unbewusst, lebt so unbewusst nebeneinander her, haben ja ganz viele. Mhm. Leider. Und Corona, okay, der Spiegel wird draufgesetzt, okay, jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Jetzt sitzen wir hier und müssen irgendwie klarkommen. Ja, und ja, drüber reden und Tagebuch schreiben. Wenn du niemanden zum Reden hast, nimm dir Tagebuch und lass deine Gedanken raus und lies dann mal drüber nach. Wenn du, ich sag, Tagebuch schreiben ist die beste Therapie. Absolut. Weil du auch Sachen rauslässt, von denen du gar nicht weißt, dass sie da sind. Ja. Und wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreib einfach hier, dankbar, steht's auf meinem, auf meinem Shirt. Drei Dinge, für die du dankbar bist. Ja. Und dann passieren nämlich coole Sachen. Zum einen stellst du fest, okay, mein Leben ist gar nicht so schlecht, wie ich denke. Mhm. Und dann, wenn du schon so ein bisschen was aufgeschrieben hast, dann schreibst du mehr auf und dann stellst du fest, ah, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. Ah, das ist sehr interessant, darüber denke ich jetzt mal nach. Mhm. Okay, dann liest du vielleicht andere Bücher, dann triffst du andere Menschen und schon hat sich dein Leben in eine andere Richtung entwickelt. Aber drüber reden. Ja. Ich bin ein großer Freund von Gesprächstherapie. Mhm. Ja, mit einem Menschen zu reden, der nichts von dir will. Das ist halt, glaube ich, dem, oft die Herausforderung, wenn es dein Partner ist. Ja. Oder deine ich sage ja in einer idealen Welt, ja, mit dem Partner. Oder einfach ehrlich zu sich selbst sein. Mhm. Das ist so wichtig. Mhm. Das ist einfach, wie lange willst du dich denn noch bescheißen? Ja. Und vor allem so, warum? Mhm. Ja, für wen? Ja, also so, wem willst du was beweisen? Okay, jetzt lass uns annehmen, die Menschen sind mutig, sie lesen das Buch, sie stellen sich die Fragen und dann kommen sie plötzlich so, weißt du, so diesem einen verrückten Traum mhm. auf die Spur.
der sie damals am Schlawittchen hatte. Und jetzt ist er plötzlich da und dann ist diese gemeine Stimme in ihm, die sagt, dafür bist du jetzt zu alt oder du weißt nicht, wie es geht oder dafür braucht man Geld. Du bist ja für mich ein super Beispiel, also gerade weil du vorhin ja gesagt hast, dass du immer so bewusst darauf verzichtet hast, das Ding groß zu machen, wie man so eigentlich so fast zum Geheimen, würde ich mal sagen. Also wenn ich bei Instagram sehe ich manchmal, wenn ich das Gefühl habe, Lars taucht so ein bisschen ab, dann gehe ich so davon aus, er kommt demnächst wieder mit einem Projekt. Was würdest du Menschen raten? Also wie geht man so einen verrückten Traum an, selbst wenn man diese Stimme im Kopf hat, die sagt, das ist zu verrückt, mach's nicht. Stell dir ein Gedankenspiel. Stell dir vor, du stehst irgendwann vor Gott. Du musst nicht religiös sein. Einfach stell dir vor, oder du bist gestorben und dann bist du irgendwo, ja, und irgendwas, irgendwer stellt dir diese Frage. Das Leben, was ich dir geschenkt habe und was du gerade gelebt hast, Diesen Geist, den ich dir diesen geschenkt habe. Geist, du hast dieses unfassbare Geschenk bekommen zu leben. Hast du alles dafür getan, um mir heute dafür zu danken? Ich habe dir doch alle Möglichkeiten vor die Füße gelegt. Also ich, Gott. Ich habe dir damals die Chance gegeben, dorthin zu reisen. Du bist nicht hingefahren. Ich habe dir dort die Chance gegeben, deinen Traumjob zu bekommen. Du hast ihn nicht angenommen, weil du mit Gedanken woanders warst. Weil du dich vielleicht auch nicht getraut hast. Und ich habe dir danach die Chance nochmal gegeben und du hast sie wieder nicht genutzt. Diese eine Sache, über die du seit 40 Jahren nachdenkst, warum hast du sie nicht zumindest probiert? Ich, Gott, weiß doch, dass du jeden Tag darüber nachgedacht hast. Vielleicht nicht jeden Tag gleich intensiv, aber dieses Gefühl, etwas nicht gemacht zu haben, war immer da. Und jetzt ist dein Leben aber vorbei. Was hast du zu sagen? Nur so als Gedankenspiel. Ja, da fällt mir, kennst du das 11. Gebot? Nee. Es ist von Rob Bresny, heißt er, glaube ich. Das 11. Gebot lautet, du sollst Gott nicht langweilen. Total. Absolut. Und ich glaube, wovor viele Menschen Angst haben, ist das, was sie so sich vorstellen, dass sie das auch eins zu eins erreichen müssen, damit sie das Gefühl haben, okay, es hat funktioniert. Der Invest hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich glaube, es geht nur darum, es zu versuchen. Wenn du nämlich, wieder ein Gedankenspiel, du bist irgendwann 85, 90 und schaust auf dein Leben zurück, der letzte Tag auf dieser Welt. Und wenn du dann sagen kannst zu dir, ich habe nichts zu bedauern, ist das das schönste Gefühl. Auch wenn vieles nicht funktioniert hat, aber du hast das Gefühl, ich habe mein Bestes gegeben. Aber mein Bestes war halt nicht gut genug für diesen großen Traum. Aber jetzt kann ich damit abschließen, weil ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Und dann ist es auch okay. Gibt einen riesen Unterschied zwischen aufgeben und loslassen. Absolut. Okay, ich lasse los. Ich hab's probiert, ich habe es gemacht, ich habe das jetzt 5 Jahre probiert. Ich lasse jetzt los. Nee, ist okay. Ist okay, ich mache jetzt was anderes, aber ich habe kein Bedauern mehr. Ich habe keine Bad Vibes mehr. So, ist okay, ich kann es jetzt loslassen. Wenn du aber sagen musst, ich habe es nicht mal probiert, weil ich immer, warum auch immer, Angst davor hatte. Ich glaube, das zerfrisst dich. Ganz langsam. Ja. Und ich glaube, das sind, also ich habe wenige Menschen, aber ich habe ein paar Menschen kurz vor ihrem Ende gesehen. Das sind so die Sachen, die uns dann auch dies echt schwer machen, loszulassen. Ja. Ich habe 3 Bücher geschrieben mit einem Arzt. Mit dem Professor Sven Gottschling, Palliativmediziner, Schmerztherapeut, einer der renommiertesten Schmerztherapeuten in Europa. Und der leitet die Palliativstation an der Uniklinikum, an dem Uniklinikum des Saarlandes. Und der begleitet Menschen ja täglich in den Tod. Und er hat was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, in seiner Beobachtung sterben die Menschen so, wie sie gelebt haben. Also wenn du verbittert bist,
wenn du immer so am Hadern und am Kämpfen bist, dann stirbst du auch so. Ja. Verbittert und so zusammengekrampft und du willst eigentlich, du willst es wegschieben. Wenn du aber ein Leben gelebt hast, wo du bei dir warst, wo du sagen kannst, okay, ich habe was Gutes gemacht für mich, für die Gesellschaft, ich bin zufrieden, dann stirbst du auch so. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, ich habe das Beste gemacht, ich bin okay damit. Jetzt kommt was Neues. Aber ich habe jetzt in diesem Leben alles so gemacht, wie ich kann sagen, es war ein gutes Leben. Mhm. Vielleicht bin ich nicht reich geworden oder habe nichts angehäuft oder habe nichts gemacht, worüber die Zeitung geschrieben hat oder was im Internet irgendwie große Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich habe für mich ein gutes Leben geführt. Mhm. Ich habe hier mein Ding gemacht und habe meinen Garten gepflegt und habe schöne Blumen gezüchtet. It's all good. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, sie müssten etwas tun, um Anerkennung von außen zu kriegen. Fast jeder wahrscheinlich. Und ich sage ja nicht, dass das nicht wichtig ist. Mhm. Ich sage aber, das ist nicht das, was dich von innen zufrieden macht. Ja. Was mich noch interessiert, Lars, du hast ja gesagt, du hast es ja quasi fast wie im Fieberwahn geschrieben, ja. und du bist in all den Stationen mitgegangen. Ist denn auf dieser Reise für dich was aufgetaucht, wo du gesagt hast, das bereust du? Na gut, als Autor schreibt man natürlich oft die Dinge, die man selbst, die man sich selbst auch gefragt hat. Mhm. Und ich habe ja mein Leben in der Musikbranche angefangen. Und natürlich habe ich mich gefragt, wie mein Leben wohl weitergegangen wäre, hätte ich diesen Weg fortgesetzt. Und bin dann aber zu der Erkenntnis gekommen, die Erik auch auf seiner Reise dann am Ende bekommt, die ich ja nicht verraten darf. Nee. Gibt es im Leben von Lars Ament einen verrückten Traum, den du bis jetzt noch nicht angegangen bist? Oder aber weißt du, der steht echt auf deiner Liste. Den musst du noch angehen. Ja. Also etwas ganz, erdiges, wie ist das Wort? Etwas bodenständig? Nee, nicht bodenständig. Irdisch. Irdisch, genau. Etwas ganz Irdisches. Ich hätte gerne einen Ort, der so mein Zuhause ist. Mhm. Und zwar nicht, klar, den habe ich jetzt auch, wo meine liebsten Menschen sind, aber wirklich einen Ort, wo ich sagen kann, an diesem Ort möchte ich jetzt eigentlich bleiben. Mhm. Also wirklich eine physische Heimat. Das habe ich noch nicht. Ich habe viele Orte, wo ich mich wohlfühle, aber noch nicht diesen einen Ort. Mhm. Vielleicht wie du ihn hier gefunden hast bei dir. Das hätte ich gerne, diese Erfahrung würde ich gerne noch machen in diesem Leben. Mhm. So wirklich so ein Kraft-Wohlfühlort zu haben, wo ich dann auch all meine Menschen einladen kann, die ich gerne habe. Das hätte ich gerne. Mhm. Wüsste aber nicht wo. Ja, das heißt, deswegen muss ich noch viel reisen, um diesen Ort zu finden. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, so ein Ort muss dich auch finden. Das muss Klick machen. Genau. Den können wir uns nicht im Kopf aussuchen. Genau. Das merkst du schon, wenn du da bist. Ja. Lars, ich würde dir gerne die letzten Worte von unserem Gespräch überlassen, wenn du magst, auch richtig gern direkt an die Menschen, die gerade zuhören, wenn du denen noch was mit auf den Weg geben möchtest, auch eine Einladung nochmal, das Buch zu lesen. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Buch lest. Es heißt Imagine, also stell dir vor. Und ich finde diese drei Buchstaben so schön. Stell dir einfach vor, was möglich wäre in diesem Leben. Und nur weil du etwas noch nicht siehst, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und gib nicht auf. Glaub an dich, glaub an deinen Traum. Das ist das, was ich immer wieder sage. Es ist schwer, aber manche Dinge im Leben müssen schwer sein, damit du ihnen einen Wert gibst. Stell dir vor, alles wäre so easy zu haben. Einfach so, du gehst in den Supermarkt und
das ganze Leben kannst du dir so rausziehen. Okay, hier der Partner, hier das Kind, hier das Geld, hier die Erfüllung. Was hätte es das für einen Wert? Also genieße auch den Weg. Verliebe dich in den Weg. Verliebe dich in all diese Probleme, die auftauchen. Dass du sie lösen darfst, ist so ein gigantisches Geschenk. Jeden Morgen aufzuwachen und deinen Traum leben zu dürfen. Wir sind so privilegiert, dass wir uns ein Leben erschaffen können, das wir wollen. Wir haben keine krassen existenziellen Sorgen. Jeder und jede, die dieses Video sieht, ist so gesegnet mit all den schönen Dingen dieses Lebens. Man muss sie oftmals nur erkennen, die Augen aufmachen und wirklich, ja, vielleicht sogar die Augen zulassen und ja, wie der kleine Prinz, mit dem Herzen fühlen und mit dem Herzen sehen. Das möchte ich jedem sagen. Einfach macht das Beste draus. Auch wenn es keiner versteht. Solange du es verstehst, ist alles in Ordnung. Und du musst heute nicht die Antworten finden. Die Antworten kommen beim Gehen. Und versuche niemanden zu beeindrucken, sondern versuche einfach zu lernen. Das war's. Ja. Alter, ich danke dir ganz, ganz toll. Ich genieße es immer wieder, mit dir zu sprechen. Gerne. Ich mag den sanften Träumer in dir. Auch den Teil in dir, der immer wieder ins Rabbit Hole geht. Ja. Ja. Danke, es gibt noch eine Sache. Ja. Und hab keine Angst vor krassen Herausforderungen. Bei mir zum Beispiel, ich bin super introvertiert. Mhm. Ich bin auch bei, wenn ich irgendwo hinkomme, wo so ganz viele Menschen sind, fühle ich mich tendenziell auch eher unwohl. Also so, bin jetzt auch nicht so richtig gut im Smalltalk. Ich mache das alles schon und so. Aber irgendwie denke ich mir oft, ich wäre auch gerne zu Hause jetzt. Mhm. Aber ich stelle fest, wann immer ich meine Komfortzone verlasse, wann immer ich etwas tue, was ich instinktiv eigentlich nicht so gerne tun würde, sie aber dann doch gerne tue, oder sie aber doch tue, obwohl ich sie nicht super gerne tue, fühle ich mich immer gut danach. Und bei mir ist es zum Beispiel anders wie bei dir. Du liebst es ja, auf die Bühne zu gehen. Und bei mir ist das so, ich habe total Angst davor, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Aber wenn ich auf der Bühne bin, ist es das Schönste. Mhm. Und das ist so eigentlich auch fürs ganze Leben so ein Sinnbild. Hab keine Angst davor, diesen einen Schritt zu machen. Mhm. Und ja, und jetzt im Herbst gehe ich auf Tour und zum ersten Mal auch auf eine richtige Tour. Keine Lesereise, sondern ich traue mir zu, mal auf eine größere Bühne zu gehen. Cool. Und ja, also falls ihr mich sehen wollt, es gibt eine Tour, die beginnt jetzt im Oktober und endet im November. Also 13 Städte. Ein paar Städte sind schon ausverkauft, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch Tickets gibt. Was können die Leute erwarten? Geht es ums neue Buch? Es geht ums neue Buch. Es geht um eine musikalische Reise. Es wird Musik gehört. Mhm. Ich habe einen Plattenspieler mit auf der Bühne. Mhm. Ich habe meine Lieblingsmusik mit und ich rede. Wir hören Musik und mal gucken, was passiert. Also es wird, glaube ich, ganz cool. Ein ganz neues Format. Ja. Ja, ich glaube, Musik ist die stärkste Energie des Universums. Es ist eine Sprache, die wir alle verstehen. Also ob du in Hongkong bist oder in Südafrika oder in Baden-Baden oder in Australien, wenn du Mozart hörst, ja, ist alles klar. Oder Jay-Z. Ja, also so, das ist eigentlich die einzige Sprache, die alle Menschen verstehen. Mhm. Das kann man sagen, es gibt auch die Sprache der Liebe. Ja, das wird es auch geben auf der Tour. Ja, ich glaube, Musik ist so der, ja, eine der stärksten Energien, und wenn du eine Botschaft hast und sie mit Musik mischen kannst,
ich glaube, dann verstärkt es die Botschaft um ein X-faches. Mhm. Und das versuche ich auf der Tour, dass die Menschen nach Hause gehen mit so einem schönen Gefühl, so okay, ja, ich bin was und ich bin wer und ich kann was und ich kann auch noch mehr aus meinem Leben machen. Cool, ja. Cool. Wir werden auf jeden Fall die Tourdaten verlinken und ich freue mich sehr darauf, jetzt in meiner Einsiedelei mit Erik zusammen auf die Reise zu gehen. Ich bin total gespannt. Ja, ja, ich danke dir. Ich danke dir. Ja. Und euch danke ich fürs Zuschauen und Zuhören. Und ich hoffe, diese mutige Frage, also was macht dich wirklich glücklich und womit wirst du Gott nicht mehr langweilen, bleibt voll bei dir hängen. Ciao. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.